Ja, Hallöchen und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einer weiteren Ausgabe World of Warcraft Mists of Pandaria. Ich hatte gerade eine Aufnahme begonnen, es ist mittlerweile der fünfte, ihr seht es hier, der fünfte. Also heute, vielleicht lade ich es heute noch hoch, normal schon. Und es ist 9.34 Uhr vormittags. So, und ich habe mir gedacht, ich mache wieder ein neues Video in World of Warcraft, die Welt der Kriegskunst auf Deutsch. Und ich hatte gerade eine Aufnahme begonnen, also fertig aufgenommen und alles. Nur habe ich meinen Regler vom Mikrofon nicht hochgestellt. Jetzt hat man nur die Sounds gehört und nicht, was ich sage eben. Scheißendreck. So, aber jetzt dafür. Ich hoffe, ihr versteht mich jetzt. Und ich war mit der schlechten PvP-Rüstung von Stufe 80, 85, so in dem Dreh, war ich gerade im PvP. Wir haben 3 zu 0 verloren, in der Kriegshymne schluckt. Ich bin der meistgekillte gewesen mit 6 Kills. Also ich wurde 6 Mal gekillt, der zweite mit 5 Kills. Also war nicht gerade schön für mich. Aber ich habe da was rausgefunden, da muss ich nochmal gucken. Ich gehe nochmal PvP für euch, weil ich eben PvP jetzt mal machen will. Und ich gehe nochmal die... Ist ja egal, oder? Kampf beitreten. Weil irgendwas habe ich da gesehen, die haben da oben rumgekämpft. Ich wusste gar nicht, dass man da raufkommt. So, jetzt kann es gleich losgehen, hoffentlich. Und ich bin am überlegen, ob ich nicht eine Gilde aufmachen soll, wo jeder rein kann. Wo jeder rein kann, der wo Spaß am Spielen hat, wer ein bisschen reden will und so weiter, mit uns zusammen im Let's Play eben dabei sein. Und eben extra so lustige Sachen machen will, wie zum Beispiel Schlachtfelder zusammen. Das wäre mal so geil. Würde ich mir, habe ich mir immer schon vorgestellt, so mit der... Mit der Gilde eben so viel zu machen, so gemeinsam. Und ihr könnt jetzt dabei sein eben, wenn ihr wollt, wenn es euch gefällt, könnt ihr mir Kommentare schreiben oder also auf Facebook, da beantworte ich, schreibt ihr euren Namen, könnt ihr Nachricht mir zukommen lassen, du bist der und der, auf dem Realm, ich glaube jetzt kann man alle Realms in eine Gilde packen und so weiter, was ich super finde. Und vielleicht können wir miteinander eben so PvP machen, Schlachtfelder, Dungeons, Inis, Szenarien und so weiter. Gut, was gibt's noch zu sagen, bis das Schlachtfeld beginnt? Ich hoffe, die Musik ist jetzt nicht so, so laut, weil ich habe es ein bisschen runtergedreht wieder. Auf 70% im Windows Mixer. Für mich ist es immer noch zu laut, also ich kann ja auch noch extra runterdrehen, aber das stört euch dann nicht. Nur weil es für mich dann eben zu laut ist. Ich habe ja hier das Mischpult, wie ihr im Facebook gesehen habt, was ich für eins habe. Da steht ja die ganzen Sachen drauf, da könnt ihr mehr Infos erhalten, wie eben auf meiner YouTube-Seite. Da seht ihr Bilder, welches Mischpult ich habe, welches Mikrofon ich benutze, welche Maus und so weiter. Welche Webcam, da könnt ihr eben die glänzenden Details erfahren. Und da seht ihr auch noch andere Bilder, die ich hier noch nicht gezeigt habe auf YouTube und so. Jedenfalls, also schaut einfach mal in Facebook vorbei, wer Interesse hat und wer mehr wissen will und so weiter. Ihr wisst es ja selber. Gut, dann, wie ihr da drauf gelangt, auf die Facebook-Seite, ist ja auf YouTube eben die, auf meinem Banner oben, bei den Videos, war auf meiner Seite, oben, Xtreme Studio auf Facebook, und da klickt ihr drauf, und dann kommt ihr genau auf meine Facebook-Seite, so, auf meine Fan-Seite, wo ihr eben die ganzen Details dann herausfinden könnt. So, jetzt wenn das Schlachtfeld beginnen würde, wäre ich schon glücklich, dauert immer ein bisschen. So, zu den Videos. Ich weiß ja nicht, ob er es jetzt liest. Ob er jetzt zuguckt. Auch World of Warcraft. Er sieht normalerweise nur Diablo.
und Brickforce. Ich weiß nicht, sieht er alle Videos? Also es gibt manche, die sehen jedes Video an. Das freut mich natürlich sehr, die alle Videos von mir ansehen. Auch wenn es noch so ein Blödsinn ist oft. Ebenfalls freut es mich umso mehr, wenn man meine Videos eben, wenn du meine Videos betrachtest. Gut, dann. Was gibt's noch? Oh, es geht los. Gut, Kriegshymnenschluch, Glockeneroberung. Wird wahrscheinlich gleich frisch losgehen, denke ich mal. Nee, es geht nicht los. Es ist 1 zu 3 hinten. Shit, ich bin betäubt. Nein. Pass mal auf, die tue ich gleich mal Gift drauf. Ich bin sowas von schlecht. Ich kann diesen Gegenstand noch nicht. Warum? Das ist aber nicht viel. Was hat denn der für Stufe? Gesundheit. Stellt her, 20%. Euer Gesundheit. Oh, die hätte ich früher nehmen sollen vielleicht. Die Hälfte, dann wäre die Hälfte wieder voll gepuncht gewesen. 25 Sekunden warten. Gut. Hier kann man sich natürlich dann untereinander austauschen, wer mehr Erfahrung hat mit Frostik oder mit Magie und so weiter. Ich habe ja mehr Chance und ich werde 92er in die Gilde vielleicht stecken. Diesen Todesritter hier. Erinnert er bei mir am meisten Schaden macht. Den ziehen wir hier rauf. Ich dachte, den kann man hier. Oh, ich bin hier super drin. In der Scheiße. Scheißendrick. So. Ebenfalls sieht der Diablo nur, warum dass ich so lange Videos mache, sie sollten vielleicht ein bisschen kürzer sein. Das liegt daran, ich muss Geist freilassen, Entschuldigung. Das liegt daran, weil ich eben schnell fertig werden will mit den ganzen Folgen und später werden es ja eben kürzer werden und so weiter. Ich will eben Stufe 70 so schnell wie möglich erreichen. Und dann gibt's hat es den Grund eben, dass man eben dann kleinere Folgen, weil dann die, sobald ich aus- und einlocke ständig, dann kommen ja immer die, wisst ihr ja, die Sterne oben drauf. Und ich muss mal da durchkämpfen hier. Boah, wie schnell war ich denn tot? Die kommen die Sterne, dann müssen wir die Fragen immer, und der Mönch ist eben so der. Ich muss immer Geist freilassen. Vergesse ich immer. Oh, wie kommt der hier rauf? Ebenfalls. Na, komm schon. Ich habe eben keine PvP-Rüstung, jetzt geht es bei mir ein bisschen heftiger zur Sache. Na nü! Ja, PvP ist nichts meins, ich war ewig lang nicht mehr drin und dann auch noch. Eben, Kriegshymnenschluck ist nicht so meins, muss ich auch sagen. Die Flocken erobern hier. Ich komme hier gar nicht weg. Die Allianz kämpft hier eben immer hier herum, was nicht der Sinn und Zweck sein soll. Wir sollen ja die Flagge erobern und deswegen raus hier und nicht hier herummetzeln. Das bringt ja gar nichts. Jetzt passt mal auf, wir müssen uns hier wegschleichen. Und die holen natürlich die Flagge gemütlich. Aber das checken die anscheinend nicht, die Allianzler. Wir haben die verloren. Oh, das siegt. So schnell kann es gehen hier. Schlimm. Schlimm, schlimm mit der Allianz. Ebenfalls will ich die Fragen dann immer nicht beantworten bei Diablo. Dass man immer wieder die
ganzen Sterne hat, zack, 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 und durchfragen müssen, weil der will ja, mit dem will ich eben hauptsächlich spielen. Und die Dämonenjäger, den ich jetzt laufen habe, und der Krieger, was noch kommen wird, Hexen, Doktor und so weiter. Ich mache ja auch dann Let's Plays mit Hardcore-Chars. Will ich versuchen, dass ich die auf 60 draufbringe. Aber die werde ich auf normal spielen. Nicht Profi-Modus oder so, sondern eben schön langsam hocharbeiten. Und es soll eben schnell gehen, bis zur Stufe 70 geht es ja, glaube ich. Und ich denke schon 60, ja, 70. Und eben daher will ich die schnell möglich hochleveln und dann können wir gemütlich weiterarbeiten mit kürzeren Folgen und so weiter. So soll es aussehen. Ich dachte, vielleicht längere Folgen wären besser, wie zu kurze ist auch nichts. Wenn es nur 8 Minuten Folgen mehr sind, da ist natürlich so, dass die Leute dann auch sagen, habe ich gehört, ja, sie sind so kurz, vielleicht könnte es ein bisschen länger machen. Jetzt mache ich eben längere Folgen, jetzt ist es wieder zu lang. Daher eben immer mache ich es eben so, dass ich jetzt bis Stufe 70 eben lange Folgen mache, so lange wie ich jetzt eben aufnehmen kann. Weil während der Arbeit muss ich ja schon wieder vorplanen und muss mehr Folgen aufnehmen. Und dann während der Arbeit kann ich dann die hochladen lassen. Frei veröffentlicht werden sie dann, sobald ich eben zu Hause bin und so, oder sobald ich eben dazu komme. Auf Facebook, daher schon vorher die ganzen Thumbnails und so weiter. Und damit ihr wisst, was auf euch zukommt, welche Folge, ob jetzt Brickforce oder was jetzt im Moment nicht geht, weil es stürzt immer zusammen, das Programm Brickforce, wegen den X-Trap, DirectX. Und deswegen kann ich nicht aufnehmen. Ich hätte gerne Folgen aufgenommen. Ihr habt es in der letzten Folge selber gesehen, wie das aussieht. Dass ich auch während dem Spiel ein Spiel machen habe können und dann bin ich rausgeflogen. Hat sich das Fenster geschlossen, zack. Geht auch im Browser nicht wirklich. Jedenfalls muss ich da noch ein bisschen herumbasteln. Vielleicht geht es ja irgendwann wieder. Würde mich freuen, weil Brickforce lustig ist. Und ich bin ja nicht der beste Spieler. Es geht ja hauptsächlich nur um den Spielspaß und damit ihr was fürs Auge habt und fürs Ohr oder bloß fürs Ohr, je nachdem, was ihr eben sehen wollt. Entweder ihr hört nur zu oder ihr seht es euch auch an. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Es gibt ja so viele Unterschiede. Ja, guck mal her, du. So sieht er aus, den Online-Ingenieurskünstler herstellen. Dass ich ja mit dem Todesritter bin. So. Dann zu Diablo 3 noch, wenn das sieht. Diablo 3 gehört ja zu Blizzard, auch wie World of Warcraft, ist auch der gleiche Hersteller. Man braucht für Diablo 3 braucht man nicht Diablo 2. Aber ich habe ja die Erweiterung dazu. Momentchen, vielleicht finde ich es gerade. Auf die Schnelle. Mhm. Ja. Ich stelle es. Na, geschafft. Alles runter, jetzt fällt alles runter. Also Diablo 3, dieses Spielchen, brauchst du. Und dann kannst du schon Diablo 3 spielen. Und dann gibt es eben die Erweiterung zu Diablo 3. Also mit der Software kannst du bis Stufe 60 spielen, alle Chars und so. Und auch Hardcore und so weiter. Und dann gibt es die Erweiterung. Ich weiß jetzt nicht, wo ich die hingelegt habe. Und
Gibt es die Erweiterung? Entchen, dann gibt es eben die Erweiterung. Bin ich ganz blöd. Jetzt muss ich mal hier raus. Entschuldigung. Ich muss ja aus dem Spiel raus und kann ich es euch sagen, wie das heißt. Ich bin jetzt total blöd. Und zwar die Erweiterung. Reapers of Souls. Wahnsinn, was mir das nicht einfällt. Reapers of Souls. Also oftmals denkt man da schon wirklich schlimme Sachen. Also Reapers of Souls, eben die Erweiterung zu Diablo 3. Die beiden gibt es im Moment und mehr braucht man nicht. Und Reapers of Souls geht eben dann bis Stufe 70. Mann. Reapers of Souls. Mein Gedächtnis. Aber so viel im Kopf und dann verliert man eben die anderen Sachen. Reapers of Souls. Hier gibt es bei World of Warcraft eben auch so Sachen wie zum Beispiel Burning Crusade ist ja Erweiterung. Dann gibt es die weitere für Lich King, dann von Kataklysm und jetzt eben Mists of Pandaria. Und so ist es bei Diablo 3 auch. Man braucht nicht Diablo 1 oder Diablo 2, das sind wieder extra Spiele. Aber in Diablo 3 geht es ja immer weiter jetzt und somit die Erweiterung Reapers of Souls. Gut, ich hoffe, dann habe ich alles, alle Kommentare auch beantwortet und wir sehen uns in der nächsten Folge oder eben im nächsten Let's Play, was alles kommen wird in Diablo, je nachdem, oder eben World of Warcraft. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Euer Xtreme. Ciao. Ah, du bist immer noch hier. Willst mir jetzt zugucken, wie ich die Schmetterlinge da ärgere? Nee. Also, bis dahin. Ciao.